Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Stream von Infocom Spielen und Teil 2 unseres Versuches Wishbringer durchzuspielen. Wir scheinen live zu sein, sieht alles gut aus. So. Okay, nochmal mal gucken, wo wir hier sind. Einen Moment, also Fenster aktiv haben. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier sind. Okay. Ja, also wir sind am Leithaus. Wir haben beim letzten Mal. Also, eine Sache ist mir aufgefallen. Text Adventures eignen sich nicht unbedingt perfekt dazu. Zwischen den Sessions eine Woche Pause zu machen, weil es keinerlei, was ich machen könnte, das ist gar nicht doof. Da werde ich beim nächsten Mal aus anderen Gründen automatisch dran denken. Wir können automatisch ein Skript erstellen, dessen, was im Spiel passiert, für die Idee, das ist dann die Idee, dass man das irgendwie ausdruckt. Früher hat man Sachen ausgedruckt und das können wir dann mitlaufen lassen. So kann ich dann zwischen den Sessions nachlesen, was wir gemacht haben. Da muss ich mir nicht das Video angucken, sondern kann ich nach spezifischen Sachen direkt suchen und das ist vielleicht ein bisschen praktikabler. Schönen guten Abend, Bruno. Irgendwie funktioniert mein Chat-View nicht. Warum nicht? Weil hier dieses blöde Fenster drüber ist. Okay, so, Bruno, jetzt sehe ich dich. Sehr gut. Also dran denken, das nächste Mal ein Skript zu benutzen, damit wir wissen, was wir gemacht haben. So, ich habe aber in diesem Fall kurz zumindest die groben Punkte angeguckt, die wir gemacht haben. Wishbringer ist nicht, da ist das alles nicht so kritisch, da gibt es nicht so viel zu tun, aber ich. Gerade bei komplizierteren Infocom-Spielen ist das, glaube ich, könnte das ein Problem werden. Also, wir haben beim letzten Mal selbst ins Inventory gucken kostet eine Minute, mein lieber Mann. Holding a small stone and the der provided light. Ach, gucke an. And the squashed can. Habe ich mir notiert, wo ich meine Sachen abgelegt habe. And the squashed can. Also ich weiß, wo ich den. Oder? Branch drop down. Okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir können ja zur Not dann einfach nochmal restoren. Wir müssen jetzt erstmal unsere Sachen suchen. Wo sind wir denn? Am Lighthouse. Okay, dann wollen wir jetzt mal nach Westen. Nach Westen und nach Westen. They're coming this way. Das ist nicht so hilfreich. On the summit of Lookout, a narrow trail leads upward to the top. Oh, da. Ich glaube, da war ich nie, oder? Lookout Hill, war ich da? Okay, wir müssen also erstmal kurz wieder weglaufen. Das ist ein bisschen lästig. Dann warten wir mal eine Sekunde. To the west. Das ist doof, da wollen wir hin. Dann können wir nach Süden. Ich will erstmal nur unsere Sachen finden. Ich will noch nicht wirklich was machen. Dann wollen wir jetzt nach Westen. Nochmal nach Westen. Wo ist denn unser ganzer anderer Kram? Verdammt nochmal. Wir hatten doch noch mehr, oder nicht? Ja klar, wir müssen doch noch die...
It sounds like they're coming this way. Von wo kommen sie? From the north. Also gehen wir nach Osten. You're holding a small stone providing light in the squashed can. Yeah. Na gut. Aber was liegt das hier vielleicht rum? No. Okay. Also gehen wir nach Westen. Hier haben wir es gelassen. Okay. Schönen guten Abend, Metallschleim. Ja, dann wünsche ich auch schönen Feierabend. Okay, wir haben, Gott sei Dank, wir haben unseren Kram wiedergefunden. Lass mal mir jetzt mal eine Notiz. Wieso habe ich mir das nicht hier auf? Das, sowas ist wichtig. Es ist nicht so, dass ich mir bei Legend of Grimrock hätte ich mir das auf der Karte markiert, dass ich jetzt Dash habe. Aber sowas. Also, hier haben wir. Dash. Wir haben eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir merken uns das mal. Also, wir brauchen meine, das haben wir schon gemacht, den Hut, das haben wir. Wir haben das Wort. Mit dem Wort können wir irgendwas machen. Okay, na gut, dann erkunden wir jetzt. Wir wissen, wo der Kram ist, dann können wir jetzt wieder restoren. Okay, also wir sind am Lighthouse und gucken mal nach Süd. Oh! Okay. Nur gut zu wissen. Also wir können nicht nach Süden zum. Was war das? Tidal Pool oder so? Okay, das ergibt einen gewissen Sinn, weil da ist ja jetzt die Tide. Okay. Dann können wir also, dann müssen wir mit anderen Worten zurück nach Westen. Summit. So, gehen wir jetzt mal nach Süden. Lake Edge, okay. So, hier ist der Dead Branch. Den stellen wir jetzt auch mal auf. So, okay. Ja, also definitiv moderne Spiele mit dem obwohl mit der Skriptfunktion ist es ja ähnlich, dass das alles protokolliert, was wir machen, das ist schon hilfreicher, wenn man nach längerer Zeit mal wieder zurückkommt zu einem Spiel. Aber eigentlich sind die Spiele auch nicht lang genug, als dass man da immer so lange Pause zwischen machen sollte. Zumindest keine ganze Woche. Aber gut, sei es wie es sei. Wir wollen jetzt mal gucken, ob die sind die da immer noch? Fuck. Osten, Norden, Norden. Ach, come on! Ihr geht auch immer genau da lang, wo ich lang will. Das ist wirklich lästig. Jetzt ehrlich. Oh, wollen wir mal den Creepy Cemetery? Nee, besser noch nicht. Oh, okay, wir sind. Oh, ich hätte nicht warten sollen. Okay, wir sind gefangen genommen worden. Okay. The night is filled with rhythmic thunder. And a platoon of gigantic leather army boots marches into view. It's the boot patrol. You're immediately surrounded, tied, gagged, and dragged before an especially tall boot. What have we here? He hisses. Out after curfew? I wonder what Sergeant McGuffin will say about this. You're thrown into an especially smelly boot. And boot, anderes boot, oder? Ja, ich glaube.
And carried kicking and screaming to the lobby of the police station. Sergeant McGuffin glares at you as the boots dump you on the floor. What's this? He demands impatiently. A nightcrawler, hisses the tall boot, giving you a vicious little kick. Outside after curfew. Shall I feed it to the sharks? Police brutality. Sergeant McGuffin shakes his head. Later. The tower wants all prisoners held for questioning. Das klingt da überhaupt nicht problematisch. He turns back to his work. Cell 3. You're locked inside a damp, uncomfortable jail cell. Its thick steel door and stone walls offer little hope for escape. Na, da schauen wir mal. The only furnishing is a hard bunk against the wall with a thick blanket on it. You see a squashed can and a small stone. Oh, das ist unseren Kram, den haben sie uns gelassen. The small stone stops glowing. Den nehmen wir doch mal schnell. Okay. So, wollen wir die Can können wir auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir die. Vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas. Ich meine, sie hat theoretisch ihren Zweck schon erfüllt, aber man weiß es ja nicht. Okay, the only furnishing is a hard bunk against the wall with a thick blanket on it. Take blanket and, oops, look at it. The thick blanket doesn't look very sanitary. Okay, wir haben aber fast bei der Hälfte des Spiels angekommen. Hurra! Okay, wir haben jetzt ein thick blanket, das ist sehr gut. Damit können wir für den Fall, dass wir interplanetarisch reisen müssen, sind wir gut aufgestellt. The bank doesn't look very... Okay, hier ist alles noch nicht. Look at wall. You don't need to refer to the wall. That okay. Okay, damned uncomfortable jail cell. It's thick steel door and stone walls of a little hope for escape. Okay. Look at door. The lock on the door is very secure. Pick lock. The lock on the cell door is very secure. Okay. Mm-hmm. Good. Ist vielleicht etwas hinter unserem furnishing Ding da. Okay, you move the bunk away from the wall. There's a dark, narrow hole in the floor. In the floor. Okay, ich hatte gehofft in der Wand. In the floor. Look into a hole. You can't make any... Down. Okay, wir sind woanders. Wir sind jetzt im... Okay, es gibt ein Level drunter, unterhalb der Polizei. Okay, da habe ich zum Glück Platz hier. Machen wir down. Aber technisch gesehen ist das die Jail Cell. Die ist nicht verbunden. Die ist so verbunden. Das ist Jail. Und wenn wir da runtergehen, sind wir jetzt da. Okay. So, Underground natürlich. You're in a dark underground chamber. Long damn tunnels wander away to the north and west. Also wir können nach Norden und nach Westen. Faint Light, das können wir... Okay. Gucken wir mal nach Norden. You and a million of coal tunnels on their way to the south. East and west. Okay. Also von meiner Karte her würde am ehesten der Platz eng werden auf der Ostseite. Deswegen gucken wir erstmal nach Osten. Goose nest. You stumbled into the nesting place of a family of goose. Aber zum Glück sehen wir sie nicht. Oh doch, wir sehen sie. Wir haben Licht. Moment, wir haben Licht, ne? Wir haben den Schein dabei. Congratulations. Few indeed are the adventurers who have entered a goose nest and lived as long as you have. Ja, noch bin ich nicht raus aus dem goose nest. Everything is littered with rusty swords of elvish workmanship. Kleiner interner Scherz, so ist das Schwert in Zork beschrieben und ich
Ich glaube, die Schwerter in Zorks sind so beschrieben. Piles of bones and other debris. A closed refrigerator stands in one corner of the nest. Das haben wir alle erwartet. And something, a small, dangerously looking little beast, is curled up in the other corner. The only exit is to the west. Hope you survive long enough to use it. Snoring fitfully, the little beast turns away from the light of the small stone and faces the wall. Okay, solange wir Licht haben, ist alles gut. Wir können jetzt mal den Spaß machen, das Licht... ihr wisst, was passiert, wenn wir das Licht ausmachen, ne? Wir werden... It is pitch black, you will be likely eaten by a grue. Und wenn wir in einem Grues Nest stehen, ne, müssen wir uns nichts bei denken. Also, er möchte wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, wenn er sich von dem Licht gestört fühlt und er schläft gerade, dann wollen wir es dunkel halten. Andererseits wollen wir es nicht dunkel machen, weil dann sind wir tot. Ich würde aber ganz gern mir den Refrigerator angucken. Wir könnten hier mal speichern. Können wir... unter einem anderen Namen speichern. Nope, okay. Doch, jetzt können wir unter was anderem speichern. Also nehmen wir wishspring2.sav. Mal kurz checken, ob das funktioniert hat. Dazu brauchen wir mal hier kurz die Unterstützung von Windows. Wo habe ich das? Unter Interactive Fiction, Wishbringer... C. Ja, hat funktioniert. Okay, also wir können so viele Safe Games anlegen, wie wir Speicherkapazität auf unserer Double Density Floppy Disk haben. Nein, wie wir auf unserer Festplatte haben. Also das ist inzwischen kein Problem mehr. Früher war das ein Problem. Also da hatte man stumpf keine Festplatten. ja. Also, wir können jetzt einfach mal Dropstone. It is pitch black. Und jetzt warten wir mal. Oh, okay. Ich hatte gedacht, dass wir gegessen werden, aber okay. Textone. Oh! Das ist lustig, Spiel. Okay, gut. Okay, yo. Also. Wir lassen den Stone Voice. Look at Refrigerator. Look at. So. A label on the refrigerator. Wie hab ich es geschrieben? Refrigerator. Ja, das schreibt man auch nicht so, Pirks. Bist auch ein Idiot. A label on the refrigerator reads: Frobos Magic Grew Refrigerator Company. Good. The little beast is staring restlessly. Okay. Throw blanket on goo. Okay, the little beast is now covered with a thick blanket. Das hat es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil Goos sind ja besonders unempfindlich gegenüber thick blankets. The creature stirs restlessly for an anxious moment. Then it settles into the comfortable darkness of the thick blanket. Sighs gently and lies still. Haha, okay, ich würde sagen, das Blanket lassen wir da, das behalten, das, okay. Dann, open fridge. A light inside the refrigerator goes out as you open it. Entschuldigung, das ist diese Art von Infokom-Humor, die ich einfach wahnsinnig lustig finde. Es ist einfach, es hat so dieses, dieses trockene, faktische. Aber natürlich war das Licht im Kühlschrank an, wenn der Kühlschrank zu ist, damit die, die im Kühlschrank sind, es schön heller haben. Das ist großartig. Entschuldigung. Das ist diese Art von Infokom-Humor, die ich sehr schätze. Opening the refrigerator reveals a bottle and an earthworm. To take bottle and worm. Okay, the earthworm squirms with annoyance. Okay. Haben wir den jetzt? Oder? Ja, haben wir.
Also wir haben Earthbound Battles. Okay, gut. Na gut, wir können hier. Also hier war das Goo-Nest. Das sollte ich mir mal aufschreiben. Okay, dann gehen wir also wieder zurück nach Westen. ich drehe weit weg. Das Licht geht aus, wenn wir die Tür aufmachen. Okay, so, wir können jetzt. So, ich muss doch Verbose einschalten, sonst komme ich durcheinander. Ich weiß zwar, dass es hilft, um sich zu merken, wo wir schon mal waren, weil dann bekommen wir keine Beschreibung mehr. Aber so weiß ich halt sofort, in welche Richtung wir gehen können. Und muss nicht erst auf meine Karte gucken. South, East und West. Ja, gehen wir weiter nach Westen. You're in a dark underground chamber, long tunnels, one way to the south. Yeah. Oh, nee. Das muss ich nicht. Ja, doch, da muss ein Raum sein. Okay. Das ist zum Glück kein Zorg-Labyrinth. Also hier können wir tatsächlich, wenn wir einen Weg nehmen, gehen wir auch diesen Weg und gehen nicht irgendwie irgendeinen anderen Weg und kommen irgendwo anders raus oder so Unsinn. The surrounding walls are almost obscured by the roots of a mighty tree. Overhead, you can see the underside of a large stump. It appears to be hinged. Das ist auch überhaupt nicht verstörend. Das ist hier ein mit einem Hinge versehenen Baumstumpf gibt. Das ist völlig normal. Ich würde aber ganz gerne nochmal nach Süden gucken. You're in a dirty underground chamber along the tunnels to the north east. It's a dark hole. Okay, ich würde mal ganz gerne... gucken, wo wir dahin kommen. Oh, in einem Open Grave kommen wir an. Das ist aber ein ziemlich weiter Weg, mein Spiel. Obwohl, nur so weit ist es gar nicht. You're at the bottom of an open grave surrounded by 6-foot walls of dirt. A dark hole is visible in the north wall. The vulture is watching you from high overhead. Okay, können wir wieder zurück? Ja, können wir. Okay, hier haben wir also theoretisch einen geheimen Weg in beide Richtungen, so wie es aussieht, um uns den Weg durchs Dorf zu ersparen. Wir kommen also vom Norden des Dorfes bis zum Friedhof, wenn wir diesen Weg nehmen. Dazu müssten wir allerdings erstmal aus dem Underground raus. Nur der einzige Ort, wo der rauskommen kann, ist nördlich des Dorfes. Also mit anderen Worten, hier müsste... Okay, open stump. Lifting the hinge, top of the stump reveals the round hole leading upward into the moonlight. You can hear the trunk of mooching... You're standing at the summit of a high barren hill. Okay, hier kommen wir... Oh, da kommen wir dahin. Okay. Look out here. You're standing at the summit of a high barren hill. Looking east, you can see which village nested among the trees. Ja, das kommt hin. Also Nord. Wir sind nordwestlich davon. Also ein bisschen nach... Liebe Spiel, ein bisschen nach Süden müssen wir auch gucken. Also wir können ja mal... auf unserer Karte sind wir also wir sind hier. Hier ist auch da sieht man sogar den Tree Stump. Ist ja praktisch. Also wir sind und hier ist der Weg zum Open Grave irgendwo. Hier muss irgendwo ein Open Grave sein. Das ist hier nicht drauf zu sehen, aber hier wird das irgendwo sein. Okay, sehe ich auf der Karte noch irgendwas Interessantes? Das ist das Lighthouse. Hier ist der Tide Pool, wo wir irgendwie nicht hin können. Hier waren wir schon. Okay, also den Teil in der Kirche, da das war auch nicht ganz klar, was wir da machen können. Okay, wir müssen uns irgendwie weiter nach Süden durcharbeiten, denke ich. Und um das zu erledigen, haben wir jetzt zusätzliche Items. Wir haben einen Wurm. Und eine Flasche. Gut.
Besser als nix, I guess. Okay. So, die werden auch sicherlich weggehen, ne? Wir können Narrow Trail winds down the north side of the hill towards the river. Ja, okay. Wait. Okay. Dann können wir jetzt runter. Oh, north. Okay. Also hier müssen wir north machen. Norden kommen wir nach da. Okay. This is where the lake empties into Vitriol River. Ja, okay, das ist gut. Wir sind jetzt also erfolgreich, haben uns erfolgreich festnehmen lassen. Und wie üblich hat sich das gelohnt für uns, wie sich das Computerspielen häufig lohnt. Wir haben unsere Sachen behalten und zusätzliche Sachen dazu gewonnen. So gehört sich das. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren... So, dann kommen wir jetzt mal... Fucking to the east. Das muss doch nicht sein. Kommen die hier lang? Ich meine, wir hören nichts, also dürften wir sie nicht hören. Okay, die sind tatsächlich weggegangen. Also denen auszuweichen ist jetzt ist für eine Weile hier unsere wichtigste Aufgabe. Dafür muss man sich halt eine Karte gezeichnet haben, sonst ist das halt zwecklos. Also wie sich das in solcher Art Spiel gehört. So, Police Station, okay, das lassen wir, da gehen wir mal wieder nicht rein. Gehen wir mal weiter nach Osten. To the east. Ja, standing in Circular Park. Okay, hier wollte ich hin. Das ist der Park, hier ist die Fountain. Surrounded by the Virtual Rotary. Walks converge from four directions on a neglected marble fountain filled with greasy water. Look at water. Oder wir können ja, ich glaube, ich kann einfach das machen, oder? Gab es nicht einen Befehl, um Examen abzukürzen? Ich habe mir doch eine Liste mit Befehlen ausgedruckt. Dachte ich. Ja, habe ich. Nope. Also X gibt es nicht. Es gibt nur einfach... Okay, wir können... Mal gucken, ob du Examen überhaupt verstehst. Oh, Piranha. Okay, Brass Token. Oh, Wurm, natürlich. Mit Würmern fängt man Fische. Drop worm in water. It lands in the fountain with a splash. The piranha snatches away the worm and swims to the far side of the fountain to devour it. Okay, take. Was war das? Brass irgendwas. Token. Okay. So, wir haben unseren Token getaken. Und sind... Okay, hier haben wir einen Token. Look at Token. Ja, kommen schon wieder Leute her. The words good for one play. Ah, okay. Arcade. Die habe ich noch im Kopf. Weiß ich schon, wo die ist, oder erinnere ich mich nur von früher daran? Ich müsste wissen. Nee, ich glaube, da waren wir schon. Nee, Video Arcade, das haben wir gesehen, ne? Video Arcade? Da, genau. Okay, you hear the tramp of machine. Piranha is watching, kann er machen. Die kommen vom Osten. Dann gehen wir mal nach. Wollen wir nach Süden, aber dann wollen wir unsere Sachen holen. Wir holen unsere Sachen erstmal.
Was in dieser Church, das hat irgendwie können wir mit der Flasche in der Kirche irgendwas machen? Fällt mir nichts gerade ein. North, North, East. Take all. Too many things. Okay. Drop can. Das Problem ist, wenn wir die Shell jetzt nehmen, dann können wir danach nichts mehr aufnehmen und wir werden ja wahrscheinlich wieder Sachen aufnehmen müssen. Okay, den Bot ignorieren bitte. Kann ich den irgendwie... Moment, blockieren. In diesem Blockieren kann ich blockieren, okay. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den jetzt irgendwie auch aus dem Chat geblockt kriege. Also er ist zumindest geblockt, er kann mir zumindest keine Nachrichten mehr schreiben. Ich denke, er müsste, dürfte auch nicht mehr in den Chat schreiben können. Okay. Das passiert, ich meine, es ist gut, dass es so selten passiert, aber es passiert leider so selten, dass ich eigentlich nicht richtig weiß, wie ich damit umgehen kann. Also welche Optionen ich hier bei Twitch habe, aber... Also ich habe jetzt den User, Lexgitar-Gedöns da blockiert. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal. So, können wir die Shell noch nehmen? Ja, gut. Dann gucken wir einfach mal weiter. So, da ist unser Stash. Da müsste jetzt noch liegen. Nur die Can. Okay. So, South. East. South. Das ist eine Stimmung, Shock of Recognition, West of House, Little Mailbox hier. Da war nichts drin, ne? What? The edges of the little mailbox are beginning to twinkle. Drop shell. With a gentle pop, the little mailbox pulls its head out of the ground and covers about the grass like a happy rabbit. Okay, check leaflet. The little mailbox notices you and snaps its tiny lid with joy. Wir haben uns einen neuen Freund. Okay. It makes a silly clump 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 sound as it hops to your side and rubs lovingly against your sleeve. What mailboxes do. Okay. Read leaflet. It seems to be junk mail ad for a primitive computer game. The cancelled stamp on the leaflet is too faded to read clearly. Okay.
Okay, hast du, kommt das? Okay, aber es kommt zum Glück nicht mit. Gut. Obwohl, könnten wir, hätten wir die Mailbox mitnehmen? Ach, ich will jetzt erstmal so schnell wie möglich und solange es geht nach Osten. Okay, hat funktioniert. So, und hier können wir nicht nach Süden. What? Oh Gott. Okay. Ja, hilft jetzt nichts. Wir haben jetzt The Little Mailbox, Clump Clumps Happily into View. Drop Shell in Water. Geht das hier? The Bay or the River? Oh, gute Frage. Drop Shell in Bay. Okay. Hat keine Punkte gegeben. Machen wir erstmal weiter. Wir können nicht weiter nach Süden, ne? Das war Teil des Innen, ja. Ich meine, wenn wir einfach warten. Wenn wir warten. Können wir das wieder mitnehmen oder ist das Ding einfach weg? Ich glaube nicht, dass wir lange genug spielen, dass die, dass wir bis morgens spielen, dass die Ebbe wiederkommt. Okay, also dann, naja, da haben wir die. Ist Shell ist weg. Gut. North. What? Hops around with excitement. Gut. Okay, da werden wir uns jetzt dran gewöhnen müssen. Ich bin. Wo zur Hölle bin ich? Bin nicht da, wo ich denke, dass ich bin. Ich bin. Ach, ich bin am Lighthouse. Okay, also müssen wir nach Westen. Wenn ich warte, kommt dann immer die. Ja. Snaps the greeting, natürlich. Und nach Süden. Okay. You can't enter an impenetrable forest. Jetzt kann ich da nicht mehr rein. Okay, ich habe also. Habe ich da irgendwas liegen lassen? Ja, das Leaflet. Wir können also nicht mehr zurück zum Haus. Also was immer da zu tun war, haben wir getan. Das Spiel, üblicherweise sind Spiele aus der Zeit nicht so gestaltet, dass wir uns jetzt nicht was verbaut haben. Es kann durchaus sein, dass wir dieses Leaflet noch für irgendwas brauchen. Und da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Das heißt, wir sind jetzt Walking Dead. Das ist früher üblich gewesen. Das war Teil des Spaßes für alle außer mich. Okay, Westen. Okay. Okay. Public Library. Boots to the East. Public Library. Ah, this water is south. Enter. Oh, da können wir mal warten. Kommt die? Ja, yep, kommt an. Okay, wir sind jetzt im Norden. Jetzt hat the cottage of Miss Voss, the former town librarian. The road turns north towards the village and bends up to the summit of Post Office Hill. As you approach the cottage, you are greeted by the biggest hellhound you've ever seen in your entire life. It charges across the street, roaring angrily and showing its sharp, bloody fangs. You can smell the hellhound's hot breath as it roars. Okay, fantastisch. Läuft ja alles ganz hervorragend. Okay, die Mailbox ist nicht mit nach Süden gekommen, interessanterweise. Okay, to the west. Wir wollen nach Osten.
Yeah, on the eastern side of the Witchwalk Rotary Street branches off to the east towards the bay, yeah. On the corner nearby stands a sleazy little movie theater. Showtimes and admission prices are listed on a schedule near the open entrance and the marquee announces, okay. Miss Voss, the former town library, is peering at you suspiciously. Okay, wir wollen weiter nach Osten. Pleasure Wharf, da wollten wir hin. You are standing near the remains of the Pleasure Wharf. The wharf extends eastward into Witchville Bay. To the south stands a ramshackle old building. Colorful lights, curious electronic sounds, and a neon sign beckon you through the open entrance. A big mailbox is nearby. A voice behind you growls, hungry. What? You turn to face the sound, but there's nobody here except you. Warten wir mal. You watch with astonishment as the lid of the big mailbox slowly opens by itself, then snaps shut with a clang. Okay. The little mailbox clubs heavily into view. Okay, na, dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. Kennt ihr euch? Ist vielleicht Family-Treffen oder so? Okay, das ist ein bisschen länger. The lid of the big mailbox opens again. Mail! The two mailboxes freeze at the sight of one another. The little mailbox snarls and stands protectively by your side. The big mailbox emits a frightful growl and throws its lid wide open, displaying rows of sharp little teeth, die wir in Mailboxen üblicherweise nicht erwarten. A crowd of postal meters and stamp dispensers gathers as the metal warriors circle each other with tense snapping lids. Yes. Ich sage ja, Infocom ist auch ein bisschen silly at times. With a sudden rush, the little mailbox throws itself at the big mailbox and clams into its forefoot. The big mailbox roars with anger, bites the little mailbox viciously and tries in vain to shake it off. You stare in wonder as the fighting boxes swell to twice their normal size, then four times larger, eight times. The big mailbox frees itself with a savage twist and bends to finish its foe. The little mailbox dodges, grips the descending lid and holds on for dear life. Locked in mortal combat, the giant boxes roll over and over, shaking the earth with the thunder of battle. The scene disappears under a cloud of dust. You hear a terrible scream of agony, then an even more terrible silence. When the air clears, the boxes and spectators are gone. Was man üblicherweise nach so einer Situation macht, wir speichern ab. Okay, das ist völlig normal. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Okay, ja, das waren die Mailboxes. Okay, gut. Hat sich geklärt, was wir damit machen können. Wollen wir... Eine Sache wollte ich noch testen. Wir können mit dem... Hier können wir wahrscheinlich mit der Coin arbeiten. Nee, nicht mit der Coin, mit dem Token. Gehen wir hier doch mal ins Movie Theater. You won't get far without a ticket, cries Miss Voss. You are standing in the lobby of the movie theater. Short corridor leads north into darkness. Okay, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Wir sind hier. Das ist hier. Theater lobby. Sound effects and music can be heard drifting down the corridor. The grave digger is standing near the corridor. A large cardboard curtain at his feet. The open curtain is marked free 3D movie glasses here. Okay. Talk to grave digger. Didn't make sense. Ich finde, der macht total Sense. No doubt about it. He's the town grave digger, looking stiff and uncomfortable in his new usher's uniform. Okay.
Shotcaller leads not in the darkness. Hier müssen wir wahrscheinlich Ticket kaufen. Ah, nee, müssen wir nicht. Müssen wir bei der... Müssen wir hier ein Ticket kaufen? Snatches away your gold coin with her bony fingers and hands you a ticket. Okay. Shortcut leads north. Okay. Du bist nicht der Ticketverkäufer, du bist der Ticketabreißer. Das sind zwei Jobs. The grave digger takes the ticket just as absently to the empty carton and leans back to the to daydream. Okay. Aber Karten ist da empty. Hat sich da gerade was geändert? Ja. Okay, also die 3D-Movie-Glasses sind gerade aus. Verstehe ich das richtig? Gut. Gucken wir uns den Film halt so an. Wird bestimmt keine Kopfschmerzen verursachen. Inside Theater. Okay, wir sind jetzt gut. Wir sind jetzt nach Norden gegangen. Also hier ist Inside. This is a movie theater unlike any you've ever seen. The seats are wide, deep and comfortable. The aisles are spotless. The air is clear of smoke. Ja, das war doch Zeit. Da hat man doch geraucht im Dings, oder? Gott, das ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, ob man in Kinos jemals rauchen durfte? Also außer, es gab Raucherkinos, ja, aber in normalen Kinos durfte man da rauchen? Nee, ich glaube nicht. In den Vorraum, also im Foyer konnte man rauchen. Früher. Aber ich glaube, im Kinosaal, das ging, glaube ich, nicht. Egal, es ist noch älter. Also das ist zu einer Zeit, da bin ich noch nie ins Kino gegangen. Obwohl, 85 hätte ich schon theoretisch ins Kino gehen können. Aber zumindest nicht in Filme, wo Leute geraucht haben. Verzeihung. The air is clear of smoke and the screen is dramatically large. A chill goes up your spine as you realize how alien your universe has become. There's a noisy movie playing on the screen. A dark corridor leads out to the lobby. The picture on the screen is funny and hard to watch. Okay. Examine seat. They really look comfortable. All you can see on the screen is a confusing double image. Search seat. This place isn't completely spotless. You've just discovered a used pair of 3D glasses under a seat. Okay, good. Irgendwo mussten ja welche sein. A screen image is meaningless blur of colored light. You're not holding... Take glasses and put them on. Ja, also ich habe auch das Bild von Aschenbechern in Kinositzen vor Augen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, ob man im Kinosaal selber innerhalb der letzten 30 Jahre rauchen durfte. Also als man noch überall rauchen durfte. Ich glaube nicht. Weil es gab doch auch explizite Kinos, wo es erlaubt. Also ich glaube, grundsätzlich ging es nicht und es gab Kinos, wo es erlaubt war oder so. Ausnahmsweise. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist alles schon so lange her und ich rauche auch inzwischen schon so lange nicht mehr, als dass auch das alles verblasst ist. Also deswegen interessiert es mich inzwischen auch nicht mehr. Das ist vor allem eigentlich dann so lange her, dass ich zu der Zeit, als es wahrscheinlich so war, noch nicht geraucht habe. Also es ist einfach nicht so wichtig. Es ist mir nur irgendwann, ich weiß nicht, vor einiger Zeit mal wieder aufgefallen,
wo man früher überall rauchen durfte oder geraucht hat oder wo überall Rauch war. Weil wenn man, inzwischen ist es bei mir halt so, dass ich die kleinste Spur von Zigarettenrauch sofort rieche, was man als Raucher halt überhaupt nicht tut. Und da ist es mir so interessant, wenn ich dann auf dem Balkon, in der Etage unter mir jemand raucht auf dem Balkon und ich das Fenster offen habe und das dann rieche, ist mir da aufgefallen, Mensch, wo konnte man früher überall rauchen? Und das müssen doch dann alle Leute gerochen haben. Das muss ja ganz, ist alles sehr faszinierend. Die waren nur zur Zierde, okay. Vielleicht aus Zeiten, wo man auch im Kino grundsätzlich geraucht hat, wo man wahrscheinlich rauchen musste. Also so in den 60ern oder so, könnt ihr mir vorstellen. Keine Ahnung. Okay, zurück zu unserem Kino hier in der realen Welt von Wishbringer. The picture on the screen is fuzzy and hard to watch. Ich habe da gerade die Brille aufgesetzt. Wow, as you put on the glasses, the picture on the screen fuses into a solid three-dimensional image. Diese Technik. The movie screen shows an evil woman squinting through an antique telescope. Okay. A laboratory full of bubbling 3D chemicals is visible in the background. Achso. Gucken wir uns einfach den Film an. A 3D Vulture lands on the woman's shoulder und guckt. Oh, der gehört zu der Evil Woman. Ach, nicht zur Zierde da. Okay, sorry. Habe das nicht überlesen. Okay, ja. Ja, ich spiele gerade Text Adventure, da muss man nicht genau lesen, ne? Okay. Nicht zur Zierde. Okay. Ja gut, es wird wahrscheinlich auch noch ein Unterschied sein, ob es quasi so ein lokales Kino ist von einem lokalen Betreiber, die es ja heute kaum noch gibt, oder zumindest deutlich weniger, oder ob es eine Kette gewesen ist. Aber früher, ich weiß gar nicht so, also meine ersten Kinoerfahrungen, da weiß ich gar nicht, ob es die Ketten da schon gab, zumindest nicht in den Ortschaften, in denen ich mich herumgetrieben habe. Mhm. Ja, aber damit verbinde ich auch noch irgendwie das Vorhandensein von Aschenbechern. Ach, whatever. Ja. Naja, was soll's. Für die Walsche. Okay, also wir fassen mal kurz zusammen. Wir haben eine Evil Woman. Evil Woman. Die man aus irgendeinem Grund sofort als Evil erkennt. Das ist immer sehr praktisch. Squints to Telescope. Laboratory, okay, Lab. So, 3D Vulture lands on the woman's shoulder and croaks a secret into her ear. Ja, ich denke. Manchmal bin ich auch erstaunt, wie schnell sich, oder wie, in welch kurzer Zeit sich der Kapitalismus professionalisiert hat, habe ich manchmal eine Ahnung. Weil sowas, das alles nur noch, oder monopolisiert, muss man ja eigentlich sagen. Es sind keine Monopole, aber ne, dass aus diesen vielen einzelnen Betreibern, dass es dann halt große Ketten wurde und man die schönen Synergieeffekte nutzen konnte, vermeintlich. Und aber jeglicher Charakter der Kinos verloren ging. Aber jetzt gibt es gar keine Kinos mehr. Also zumindest war ich schon seit Jahren in keinem mehr. Ich weiß, es gibt noch welche. Croaks a secret into your ear. Ja. Evil Ivor rises slowly as she listens. Können wir listen to a movie? The soundtrack is an artless mix of ritual slogans and John Philip Sousa marches played at ear-splitting volume. The old woman swings the 3D antique telescope around, narrowly missing your nose, and peers into it again. A point of view shot reveals what the scope is focused on. A small movie theater remarkably similar to the one you're in right now. Ich habe das Gefühl, ich sollte gehen. Take off glasses.
Ich glaube, der Walsche hat mich verraten, wo ich bin, und sie wird jetzt mit dem Teleskop und wird dann hier einen Laser, einen Orbit-Laser hier drauf abfeuern oder so. Ist meine persönliche Vermutung. So, hier müssen wir jetzt raus können. Are you sure you want to leave the movie theater? The gravedigger might not let you in without another ticket. Okay, wir haben gespeichert. Yes. Hier passieren zu viele Sachen. Out of the corner of your eye, you notice Miss Voss squinting carefully at the gold coin you gave her. She looks at you suspiciously, picks up a telephone and begins to dial rapidly. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und außerdem kommen die... Ah, oh, verdammt nochmal, aus Westen. Das ist nicht gut. Aus Osten. Ich will nach Osten. Können wir nach Norden. Boots to the East. Da gehen wir jetzt nach Süden. Gehen wir jetzt nach Süden. Dann warten wir hier. Dann gehen wir jetzt nach Osten. Okay, Gott sei Dank. So, Enter. Gucken wir hier mal rein. This old building is the home of a sleazy arcade lined with coin-op video games. The machines are crowded with half-crazed stunted humanoids who pay no attention to you as they satisfy their thirst for electric violence. One machine in the corner appears to be deserted. A sign on the wall says all games one token. The game machine is equipped with a video screen, a joystick, a big red button and a narrow slot for tokens. The lurid logo Transmatter is painted on the side. Look at the video screen. The video screen displays a map of Witchville Village. A grid divides the map into 13 squares. The words insert token to play are scrolling across the top of the screen. You find the map inside your Wishbringer package. Moment, können wir jetzt einen Orbitallaser abfeuern? Das wäre ja geradezu hilariously convenient. Ja. Das sind 13. Okay, und hier haben wir... Okay, hier haben wir... Okay, okay. Put... Token in machine. You hear a pleasant electric chime and a blinking star appears on the video screen. Okay. Okay. Oops. Egal. Aber sicherheitshalber. Bin mir ziemlich sicher, dass es dem Spiel egal ist, ob wir dem eine Endung geben. Ich habe ein bisschen Sorge, was wir hier machen können. Okay. You hear pleasant electric blinking star appears on the video screen. Look at screen. The video screen displays a map. Okay. Use joystick. To use the joystick, you must indicate the compass direction as well as an action. For example, try move the joystick to the west or push the stick north. Schönen Abend, Mr. McDaunting. Okay. Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass... Und herzlichen Dank für das Abo, Mr. McDaunting. Bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Ionenkanone ist, die wir jetzt abfeuern, oder ob wir einfach eine Bombe, aber schauen wir mal. So, Moment. Moment.
was wollen wir denn treffen? Polizeistation? Nein. Ich meine, wir können nicht an dem Höllenhund vorbei, zumindest. Wir müssten das uns eigentlich erst nochmal angucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen hier auf den Turm schießen. Ich weiß allerdings, also hier, wo das Post Office war, ich meine, das können wir einfach mal machen. Wir können gucken, was passiert. Ob wir nur jetzt neu laden und und erst hier nochmal hingehen oder es später machen. Ich nehme an, da ist irgendwie ein Tor, wo wir nicht durchkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt tatsächlich hier etwas abfeuern. Also wir machen... Move Joystick to the west. Gar nicht wahr, west. Again. Move Joystick to... Konnte ich nicht G South eingeben und dann hat er automatisch South ergänzt? Ah, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Move Joystick South. Again. Eins, zwei, eins, zwei. Okay. Press button. Are you sure you want to push the big red button? Yes. The stunted humanoids in the arcade snicker behind your back as your hand touches the flashing button. This might be a trap. You don't really want to press that big red button, do you? Yes. I hope you saved your story position. A sudden power drain makes all the other games in the arcade go dim. Blue sheets of energy leap from the game machine, surrounding you in an incandescent aura. You can feel your molecules being taken apart one at a time, analyzed, modulated and broadcast through space. It is not a pleasant sensation. Ist es ein Teleport? Ich habe echt keinerlei Erinnerung mehr. Ich weiß nur noch, dass ich die Stick benutzt habe, aber ich weiß nicht mehr genau, was das macht. Das ist schon zu lange her. You're on a hilltop overlooking the seaside village of Witchville. Das ist tatsächlich ein Teleport. Okay. A tower stands in bleak silhouette against the moonlit sky. It rises 100 feet above a barren plateau and it's encircled by a deep moat. The only entrances are closed drawbridge and a dark window near the top. Roads run down the hill to the east and west. There's a signpost nearby. Synthetic voice says, game over. Insert token to play again. Okay. Ich meine, ich habe 5 Punkte gekriegt dafür. So. Read signpost. There are 2 arrows on the signpost. The arrow pointing west to cemetery is to which will. Okay. Bent below, encircled by a deep moat, the only closed drawbridge. Brauchen wir das hier? Meine Yel Kalusi. With a great creak of wood and rattle of chains, the drawbridge slowly lowers across the moat. Okay. Also das hatte uns der Pelikan gesagt, das Magic Word ist Kalusi. Und das macht nicht nur Höhleneingänge auf, sondern offensichtlich lowert es auch Drawbridges. Und wir haben einen weiteren Bot, den wir mal kurz, Moment, blockieren wollen. Blockieren. Sehr gut. Das müsste man irgendwie mal automatisieren, aber gut, okay.
Depp. Ja, also dafür hat man wahrscheinlich Moderatoren. Okay, also wir your total scores, this might be a good time to save your story position. Warum denn schon wieder? Hab ich doch gerade erst. So, dann können wir jetzt also meine Wände spielen. Ups, ich meine. Kommen wir nach Süden? Yes. Okay. Vestibule. You are standing in a dimly lit vestibule just outside the tower's entrance. The drawbridge is opened across the moat to the north. A short corridor leads south into the tower. Turn back, brave adventurer. You stare in horror as the platypus chained to the floor. It's Princess Tasmania. Oh my god. Talk to Tasmania. Okay, in diesem Spiel reden wir nicht mit Leuten. Okay, okay, south. Okay, somebody's closing the drawbridge. Behind you, cries the princess. It's a trap! Too late. The drawbridge crashes shut against the tower wall. You turn to face your enemy and find yourself staring into the open maw of Mr. Crisp. Nice of you to drop by. He sneers as a gigantic boot pins you to the ground. Saves me the bother of tracking you down. What the f... Boss? Torture Chamber, ne? Das, okay, also wieder zurück im Post Office. Kleiner Postwitz. You're chained up in the corner of a dim, stuffy chamber deep within the bowels of the tower. The walls gleam with obscure medical instruments and torture machine occupies most of the opposite corner. Princess Tasmania is clamped into the torture machine. Das gehört sich nicht. A ladder rises to meet an open hatch in the middle of the ceiling. Moment. A ladder rises to meet an open hatch. Okay. Mr. Crisp is gently polishing the diabolical machine. Okay. So, wir sind jetzt... Ich meine, wir haben eine Sache, womit Mr. Crisp nicht rechnet. Wir haben eine Nachricht für ihn. Die komische Miss Voss hat uns ja Text gegeben. Vielleicht ist das ein Liebesbrief und er wird dann ganz... Oder so. Weißt du was? Das machen wir. Give note to Crisp. Mr. Crisp takes the violet note and stares at it. His face turns pale. Where did this come from? He whispers, opening it. An unbearably sweet expression spreads over his face as he reads. Oh god. The violet note falls from his hands. I've got to run. Oh, da hat sich jemand jetzt dringend. Also, gut. Mr. Crisp cries, tossing his white lab coat into a corner and stuffing his shirt tails into his pants. Violet scolds me when I'm late. Ach, sie heißt Violet. Ach so, Violet Note. Verstehe, lustig. Das ist auch nicht unüblich für Infocom, so eine Scherze. Scolds me when I'm late. Okay, und ich nehme an, sie möchte dringend mit dir reden. He struggles into a hideous velvet blazer. Pushes a comb through his hair and scampers up the ladder like a little boy. Not so little, I imagine. The hatch closes with a hollow thud. Hurra. Das war okay. Yes, that has happened. Also, was haben wir denn? Okay, da können wir uns take coat. Da können wir uns vielleicht verkleiden. The chains cut painfully into your wrist as you strain to grasp the white lab coat. Your fingertips brush against the collar. There, you got it. You hear the distant rattle of the drawbridge opening. Okay. Look inside coat. You can see a rusty key. Take rusty key.
Princess Tasmania strains against her clamps. Release me from this torture machine, brave adventurer. The merest pull of the lever will gain my freedom. Echt? Okay. Dazu müssen wir uns allerdings erst use rusty key on wie hat das Spiel das genannt? Into your chains. Ist es einfach so? Oh! Nee. Unlock chain with key. Okay, the chain is now unlocked and open. Okay, Gott sei Dank. Was hat sie gesagt? Pull down this lever. Pull lever down. The clamps on the torture machine retract and Princess Tasmania leaps off. She's free. Again, you spare my unworthy life, brave adventurer. Okay. Spare? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. The platypus humbly licks your shoe. Na Gott, hat das, zum Glück hat das Mr. Crisp nicht gesehen. Ich weiß nicht. Also wir kriegen hier eine ganze Menge Zuneigung. Von Mailboxes, von Schnabeltieren, von Trollen, von Hunden, ist es irgendwie, alle mögen uns. Again, you spit it. Licks your shoe to your considerable embarrassment. Wie genau leckt it? Es ist nicht so wichtig. My father, King Anatinus, does not forget such kindness. The little creature produces a silver whistle from a gown and blows into it gently. A clear, sweet note stills the night with its beauty. Your journey is not yet ended, she warns, as a whirlpool of colored light envelops her. But even if you fail, your deeds shall live forever in our legends. Have faith. And the colored trade Princess Tasmania is gone. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo wir stehen. Ja, schon. Postmortem. So, ja, aber wir müssen ja noch eine Katze retten. Das ist ja der ganze, eine Katze. Okay. Nochmal look around. Wie sieht die Saallage hier aus? Nehmen wir die Note wieder mit. Ganz ehrlich gesagt. Corky Poo. I've got Corky Poo. Also, okay. I've got a plate of fresh oatmeal cookies waiting for you. Come over around 6-ish. Oh, das ist schon ein bisschen spät. And I'll show you my collection of Byron First Editions, etc. Violet. P.S. If my little poodle yaps at you, just say Alexis heal and she'll behave. Okay, Alexis heal. Und mit little poodle meint sie giant hellhound. Okay. So, wir wollen, das war nach oben. Wir wollen nach, okay, Open Hatch. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in der Round Chamber. You're in a round chamber at the very heart of the tower. The clammy stone walls are hung with a series of paintings, all the same size and identically framed. Years of neglect have blackened the art almost beyond recognition. In the corner is an open hatch. Peering downward, you see a ladder descending into gloom. A corridor disappears to the north and the damp stairway runs upward into the tower. Look at paintings.
There are 13 paintings in the series. It seems to be a tragic sequence involving a beautiful princess and a wicked queen. Look behind frame. Nee. Put down painting oder so. Obwohl es 13 Stück. Können wir alle abnehmen? Okay, na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Aber wir merken uns mal, wir haben hier einen Raum mit Paintings. Und schon very heart of the tower. Can we see? Corner is an open hedge. Corridor to the north. Stairway rides upward. Okay, also immer schon nach Norden, wo wir da hinkommen. You're standing in dimly lit vestibule. Okay. Da kommen wir her. Okay, da gehen wir jetzt mal nach oben. Everything around you appears blurry and fuzzy. Oh, okay. Ah. Zum Glück wissen wir ja, wie das... Es sind plötzlich in einer 3D-Welt aufgewacht. Es ist alles total lustig. Wir haben vorher gesehen, dass der Film blurry war und deswegen... Ne? Das ist... Ja. Können wir mal unter Humor abbuchen, diese Art von Rätsel. The room fuses into solid three-dimensional image. Toll. The highest room in the tower is a laboratory, complete with bubbling chemicals and foul odors. An antique telescope is mounted near an open window to the north and the control panel occupies most of the south wall. The only exit is a damp stairway leading downward. A black cat is sound asleep in the corner. There's a broom here. Okay. Take Broom. Okay. Was haben wir bei uns? Ich meine, das Problem ist, wir haben die Katze dann. Aber da ist das Spiel ja nicht zu Ende. Wir müssen die Katze ja noch da rausbringen. Okay, okay, a drop coat. Take room. Fuck. Wissen wir, wie die Cat heißt? Blackest Night. Hm. She's black as night from head to tail and sound asleep. Look at forehead. Hat sie einen weißen Punkt auf der... Ich habe den Verdacht, dass das nicht die Katze ist. Ist sie vielleicht doch? Okay. Makes everything appear much closer. Okay. Look at magic shop. Müssen wir durch. Okay, wir gehen einfach. Wir sind fertig. Everything around you appears. What? Take off glasses. Lands at your feet. Okay. Kommt die Katze mit oder muss ich sie jetzt mal...
Okay. Ah, Moment, die. Drawbridge is closed. Fuck. Jo. Okay. Dimsons under the tower. Open window to the north. Oh, control panel habe ich mir nicht angeguckt. Okay. Okay. Der zweite war offensichtlich richtig. Das erfahren wir dadurch, dass wir Punkte bekommen haben, nicht weil wir irgendwas. Moment, wir wissen, wie die Katze heißt. Chaos. Yell. Chaos. Okay. Vielleicht irgendwas hinter? Okay, ja. Ich hatte einen Dings erwartet. Safe. Moving aside, one of the paintings reveals a metal crank attached to the wall. Oder was auch immer man mit einem Crank macht. Einen Crank pullt man nicht, einen Crank turnt man, ne?
As you turn the metal crank, you hear the distant rattle of the drawbridge opening. Okay, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, hier ist ein Broom, das ist eine Hexe. Ich weiß nicht, ob wir... Ich meine, wir haben gespeichert, drop all. Take glasses. Goddammit. Okay, das ist neu. Okay, du willst, dass ich hier nichts rausnehme. Okay, na gut, spielen wir erstmal. Wir haben gespeichert, spielen wir die Sache mal durch. Okay. Wir kommen an unseren ganzen Kram nicht mehr ran. Das kann also nicht die richtige Lösung sein. Okay. Der Broom könnte, weil ich meine, den Horseshoe haben wir noch nicht benutzt. Ich vermute deswegen, dass wir den brauchen für irgendwas. Ich meine, den Rusty Key brauchen wir nicht mehr. White Lab Coat brauchen wir nicht mehr. Die Glasses brauchen wir noch. Horseshoe brauchen wir noch. Aber wir konnten den Horseshoe in keinem Fall aufnehmen, auch wenn wir alles gedroppt hatten ansonsten. Das heißt, na gut, dann gehen wir mal einfach so raus. Ich meine, wir wissen ja, wie wir an dem Höllenhund vorbeikommen. Also die Orte, die wir noch haben, ist, wir suchen Miss... Wir waren noch nicht auf dem Friedhof. Und wir können Miss Foss aufsuchen. Gucken wir mal nach Osten. Alexis hier. Alexis pricks up her ears at the sound of her name. She sits obediently at your feet, gently licks your hand and thumps her big tail happily. Okay. Tier mag uns auch, alle mögen uns. So, look around. Wie sieht das hier aus? A happy hellhound is stumping its tail nearby. You outside the cottage of Miss Voss, the former town librarian. The road turns north toward the village and bends up at the summit of the post office hill. Enter cottage. Open door.
This is the cottage of Miss Falls, the former town librarian. The walls are lined with time-worn books and dusty faded photographs. Looks like nobody's lived here for a long time. There's a dusty bookcase with a steel key on it near the open front door. Somebody has scrawled a message in the dust on the bookcase. The scrawled message is enclosed in a heart-shaped outline. It says Violet and Corky. XXXX. Okay. Ein X mehr als nötig. There's a dusty bookcase with a steel... Okay, take steel key. Drop rusty key and take steel key. Open bookcase. Huh. Okay, in a public library, waren wir nicht. Okay. Ist der einzige Ort, wo wir jetzt... Ja, der Friedhof. Friedhof haben wir noch. Okay, Spiel, wenn du das sagst. Circulation Desk. Standing before a large desk at the library entrance. The top of the desk is almost hidden under a clutter of books, all gray with dust. Dark corridor leads south into darkness. A sudden noise stops you in your tracks. Bang, the library door slams shut. You hear a faint click as someone locks it from the outside. Okay. Formerly a popular tourist attraction, the old festival museum is in a sorry state. Many of the best exhibits have been carted away. The few remaining are solely in need of renovation. Wir sind im Museum eingeschlossen. Das hat ja bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Fortunately, one of your childhood favorites is still intact. It's a pair of enormous fossil mailboxes. Their metal bones locked together in a pose of eternal combat. Ja, das kennen wir schon. There's a glass display. There's a glass display case in the corner. You can see a sculpture in the case. Look at sculpture. The black marble sculpture is about 14 inches high. Okay. It's exquisitely crafted in the likeness of a cat. You can see a round shallow hole carved into the forehead of the sculpture. Okay. Look at cat. The fuck it. Du hast ja gerade gesagt, dass das. Das haben wir schon gemacht. Ich würde gern, dass du mir die beschreibst, liebes Spiel. Ist die schwarz mit. Except for one white spot in the middle of the forehead. In the middle of the forehead is a round shallow hole. Ich meine, aus Diablo wissen wir, dass man da üblicherweise so Steine einfügen muss. Ich meine, wir haben so einen Stein, der auch verdächtig leuchtet bei uns. Den könnten wir da einsetzen. Open glass case. It's locked. Open case with key.
Nur mal für Spaß, geht das? Okay. Oh, das war das mit dem. Ja, stimmt, das brauchten wir für einen bestimmten Wish. Ja, dafür habe ich den ganzen Kram. Dafür habe ich die ganzen Items, das hatte ich komplett vergessen. Die brauche ich ja als Materialkomponente für die Zauber, in Anführungsstrichen. Die brauche ich ja sonst gar nicht. Okay, ja, das ist... brauchen wir keinen Wisch. Umbrella war nicht Bottles, musste... Smash Case. The Display Case is still intact, but your hand isn't. Okay. Ja, wait. Sure is great while it lasted. So, okay. Smash case with horseshoe. Ich meine, der ist zumindest aus Metall. Crash, you broke the display case open with a horseshoe. Okay. Put stone in sculpture. You turn and see the figure of an old woman standing in the darkness. Nee, Moment, da oben. Wishbringer glows brighter as it nears the sculpture. It looks like it will fit perfectly into the black forehead. Wait, commands a familiar voice. You turn and see the figure of an old woman standing in the darkness of the corridor. Your quest is ended, brave adventurer, says the old woman. The sculpture you see before you is Chaos, the cat which was stolen. Now give Wishbringer to me. And together we shall rejoice in your success. Do you still want to put Wishbringer into the sculpture? Ja, dafür ist er ja da. Don't, barks the old woman, as your hand moves closer to the sculpture. Ich hab schon den Eindruck, das ist die Hexe. Do you still want to put Wishbringer into the sculpture? Yes. No! A blast of magic shakes the building as Wishbringer touches the forehead of the sculpture. Violet sheets of energy, pure and brilliant, erupt from the very heart of the stone and illuminate the room like daylight. The woman's disguise evaporates in the glare. It's the evil one. Her mouth frozen open in a wail of despair as she fades into oblivion. The memory of that face will haunt your dreams as long as you live. Fortunately, you'll die immediately. You watch as the sculpture begins to soften in the radiance. It wriggles like a thing alive, leaps across the floor, and disappears into a vortex of color. The library folds around you like the closing of a great book. You're standing high on a rocky cliff at the top of a steep trail leading downward. Looking southeast, you see a friendly orange sun rising from a bank of morning clouds. Post Office Hill is visible to the south, topped as usual by the Festeron Post Office. The magic shop stands nearby. A black cat is rubbing against your leg. Okay. Ich überlege gerade, ob wir... Ich meine, wir haben uns mit der Teleportationsmaschine aus der Spielhalle... obwohl wir haben uns hinter die... Nee, wir haben uns zur Drawbridge teleportiert. Ich überlege gerade, ob wir auch über den Cemetery da hätten hingehen können. Wir waren ja in dem Open Grave. Ob wir vom Open Grave, wenn wir da rausgeklettert wären, ob wir über den Friedhof gekommen wären, um auf diese Weise, also um das mal zu visualisieren. Also wir sind ja jetzt, um hierher zu kommen... Weil hier sind wir nicht vorbeigekommen. Oder an dieser Stelle sind wir nicht vorbeigekommen. Weil hier der Hund war. Und wie wir mit dem Hund umgehen müssen, lernen wir ja erst hier. Also hier mussten wir vorbei. Wir haben uns jetzt von hier nach hier teleportiert. Wir hätten aber theoretisch auch hier über das Open Grave von hier kommen können. Von der linken Seite, also von Westen. Dann hätten wir den Hund auch umgangen. Ich weiß... Ich meine, hier war der Vulture, vielleicht hätte der uns nicht aus dem Grab gelassen oder so. Das ist etwas, was man für einen Second Playthrough dann mal testen kann. Aber so wie es aussieht, sieht die Sache ziemlich gut aus. Dann wollen wir mal, wo sind wir hier? Magic Shop, knock on door. The door of the magic shop creaks open and the old woman dressed in a nightgown stands blinking in the morning sun. Who's there? The black cat leaps into the woman's arms. Chaos! She cries, laughing and sobbing all at once as the cat licks tears of joy from her face. Kitty fui. At last, the old woman lowers Chaos to the ground and walks over to where you're standing, red with embarrassment. Now you know me for the old liar I am, she chuckles, clasping your hands gratefully in her own.
I promise to give you Wishbringer, knowing full well that if you succeeded, its virtue would be lost. In truth, the stone would make a poor reward. She continues, stooping to tickle the cat's white forehead. Ich meine, die Wünsche gibt's ja. As you can see, it brings more joy in the shape of a companion than in any other. This is Wishbringer's finest magic. A pity that my sister, the evil one, did not know of it. Hab das mal ausprobiert. You can hear a familiar clump, 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 clump sound behind you. It's the little mailbox hopping bravely up the steep trail. Oh Gott, die werden wir nicht mehr los. Ne? The woman looks on with puzzled amusement as the faithful box hops to your side and rubs lovingly against your sleeve. The old woman touches the violet note in your hand. Make sure you give this to Mr. Crisp when you see him, she says with a sly wink, and tell him I said hello. What? Cradling chaos in her arms. She said hello? Moment, aber du bist doch nicht Miss Foss, oder doch? Oh Gott, das ist alles so verwirrend. Cradling chaos in her arms like a child, the old woman ambles back into the magic shop. Farewell, she calls from the closing door, and the sunlight makes the face look young. Now you're a true adventurer. A concealed bell tinkles merrily. Congratulations, you finished the story of Wishbringer. Your score is 100 out of 100 in 355 moves. Do you want to restart the story, restore safe position, or quit? Das ist der Congratulations Screen. Wir haben es geschafft. Wir könnten Quit machen, dann schmeißt uns das Spiel einfach raus. Ja, das ist alles, ne, da gibt es kein großes Outro, da gibt es keine, ne, da. Fakten, mehr nicht. Ja, das war Wishbringer. Eine Sache, die man halt für einen, also die mir jetzt auf Anhieb einfällt, die man machen könnte, ist die, was ich gesagt habe, checken, ob man über den Friedhof zum Tower kommt und nicht die Arcade benutzen muss. Ich glaube aber, das wird nicht gehen. Wahrscheinlich wird einfach das Tor zu sein oder irgendwie sowas. Was wir auch hätten machen können und was, wenn ich daran gedacht hätte, mir eine ganze Menge Arbeit erspart hätte, die Items, von denen ich weiß, dass wir sie für Wünsche brauchen und ich ja keine Wünsche benutzen wollte, dass ich die von vornherein nicht mitgenommen hätte, beziehungsweise nachdem wir sie mitgenommen, gleich wieder weggeschmissen hätte, damit sie nicht unser Inventory voll gemüllt hätten. Das wäre ein bisschen cleverer gewesen. Aber ansonsten ist ja auch schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe und ein bisschen Optimierungspotenzial muss ja auch sein. Und wir haben es durchgespielt. Es ist das einfachste, ich denke, es ist das einfachste aller Infocom-Spiele. Das ist also gut, dass wir das zumindest geschafft haben. Und ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal ein weiteres Text-Adventure spielen. Also ich möchte noch ein bisschen vorangehen mit Infocom. Congratulations. Ja, in der Tat. Ja, also es ist schon zumindest richtig geschrieben, das stimmt. Aber es ist... ja, aber das, ich meine, darum geht es ja auch in dem Spiel nicht. Also ich meine, das Spiel, das ganze Spiel, das ist kleiner als heutzutage, weiß ich nicht, die... Ich wollte gerade sagen, die Readme-Datei, aber das stimmt ja nicht mal. Also vielleicht ein Titelbild. Also ist ja auch egal. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, genau, wir machen beim nächsten Mal mit einem anderen Text-Adventure weiter und mit einer anderen Technologie. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir das mal anders machen. Und zwar so eine Art Splitscreen. Wir werden dann... Also ich will es beim nächsten Mal testen. Für den Fall, dass es euch nicht gefällt, können wir das auch wieder rückgängig machen. Wir spielen dann nicht mit der DOSBox-Version, sondern wir spielen mit dem Z-Interpreter. Da gibt es einen, das ist die Engine, in der die Infocom Adventures entwickelt wurden. Und da gibt es eine Art Emulator oder also ein Programm, mit dem man diese Dateien benutzen kann. Windows Frotz heißt das, weil dieser, ich glaube, die Engine heißt Frotz oder irgendwie so. Ich kenne mich nicht aus. Es ist vom Prinzip funktioniert wie ein Emulator für Infocom-Spiele. Und der bietet halt ein paar weitere Optionen. Zum Beispiel kann man damit auch den Screen anpassen. Und was man auch machen kann, man kann mit einem weiteren Programm namens Trisboard so etwas wie eine Art Automap machen. Wenn man nämlich dieses interne Skript aktiviert, das das Spiel mitprotokolliert, was es macht, generiert
dieses Zusatzprogramm aus dem Text, der im Spiel ist, also den, den wir da lesen, eine Automap. Das heißt, wenn da steht, du bist in einem Raum und es gibt einen Ausgang nach Norden und ich tippe Norden, dann scannt das Automap-Programm und zeichnet einen Raum und mit einem Ausgang nach Norden, und wenn wir dann nach Norden gehen, zeichnet es im Norden davon den nächsten Raum. Ich habe das mal getestet, das funktioniert grob. Es funktioniert in Details nicht, gerade wenn es ein bisschen komplizierter wird mit den Sachen, die wir machen müssen, wenn wir irgendwelche Sachen betreten und also wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dann funktioniert es nicht. In jedem Fall bietet es aber auch die Möglichkeit, weil eigentlich ist das kein Automapping-Tool, sondern eigentlich ist es nur ein Tool, mit dem man selber Karten zeichnen kann. Und ich habe mir nämlich gedacht, dass es vielleicht fürs Zusehen besser ist, wenn ihr eine Karte seht, über die wir uns quasi bewegen oder die wir quasi... Ich meine, ich zeichne hier per Hand eine mit, nur da habt ihr ja nichts von. Und also ich weiß es, wenn ich mir Let's Plays angucke... Marketing, ja, sowas gab's nicht. Also ich weiß es halt, wenn ich mir Let's Plays angucke, wo in irgendeiner Form eine Orientierung nötig ist oder hilfreich ist und es keine Map gibt, dass ich den Überblick verliere und es mich stört, dass ich den Überblick nicht habe. Und ich würde ganz gerne das mal ausprobieren, wie das ist. Also A, würde ich ganz gerne ausprobieren, ob diese Automap dauerhaft funktioniert. Also ich habe sie für die ersten Räume in Wishbringer ausprobiert, da ging es. Ich könnte mir vorstellen, im Zork-Labyrinth wird es nicht funktionieren. Aber man kann das dann auch manuell, kann die Räume dann manuell durch die Gegend schieben. Also eigentlich ist es ein Tool, um selber auf einfache Weise mit ein paar Tastendrücken eine Karte zu zeichnen und die direkt auf dem Bildschirm zu haben, sodass man das hier nicht von Hand nebenher machen muss. Und das kann ich halt Splitscreen-mäßig dann mit streamen, sodass wir sozusagen ein Fenster haben, wo wir das Spiel haben, und ein anderes Fenster, wo wir die ganzen Goodies haben aus der Box, also wie das hier. Und ein drittes Fenster, wo wir dann die Automap haben und beziehungsweise die Map haben. Wenn es keine Automap wird und ich das von Hand machen muss, dann muss ich es halt von Hand machen. Aber dass das vielleicht ein bisschen die Orientierung erleichtert. Ich will diese neue Technologie auf jeden Fall mal ausprobieren. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ist die Idee. Und für den Fall, dass euch das überhaupt nicht gefällt, so, nee, ich will das alte schwarz-weiße DOS-Box-Fenster und nicht diesen anderen Kram, dann können wir es jederzeit ja wieder zurückändern. Aber das ist zumindest die Idee für das nächste Mal, dass wir das Infocom Text Adventure in das 21. Jahrhundert überführen, weil diese, ich glaube, die aktuelle Version von diesem Programm, sowohl von Windows Frauds als auch von Fusboard, ist, glaube ich, aus diesem Jahr oder letzten Jahr. Also die werden aktuell noch entwickelt. Ja, das soll es gewesen sein für die Brabbelei jetzt zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen für heute. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann beim nächsten Mal mit Zork 2 weitermachen. Ich hatte ja überlegt, ob wir noch ein einfaches Adventure nachschieben, aber ich meine, das war jetzt einfach genug hier, Wischbringer. Und Zork 2 ist advanced vom Schwierigkeitsgrad. Laut Infocom, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben ja Zork 1, habe ich ja schon mal Let's Played, und ich kenne Zork 2 eigentlich noch ziemlich gut. Das würde auch ganz gut sein, um diese Map-Funktion zu testen, ob die richtig funktioniert, weil die Map kenne ich noch. Ich habe auch noch meine selbstgezeichnete Map zu Zork 2, sodass ich da sehen kann, ob das gut funktioniert, ob es da irgendwelche Fehler gibt und so weiter. Und außerdem ist es das nächste Spiel in der Reihe von Zork-Spielen, und Zork 1 haben wir schon, also würde ich vorschlagen, machen wir beim nächsten Mal Zork 2. Ja, das war's jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen, und ja, wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch machen wir dann weiter mit mehr Infocom und Zork 2. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.